Ihr fragt euch sicher, wo ist der YouTube-Kanal von Marcel Krass hin? Nun, mein YouTube-Kanal heißt jetzt Dean Academy. Dean Academy, die gab es schon vorher, mit Kursen und Serien wie Lehren aus dem Koran, allerdings nur für Mitglieder. Wir möchten aber noch mehr Menschen erreichen. Und deswegen werden wir in Zukunft hier viele Inhalte auf YouTube kostenfrei zur Verfügung stellen. Hier setzen wir auch unsere Serie Lehren aus dem Koran fort, ein Herzensprojekt, mit dem ich die Muslime näher zum Koran führen möchte. Ich meine, jeden Tag im Gebet lesen wir ein bestimmtes Mitgebet in der Sura Al-Fatiha. Ihdinas Sirat al-Mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Aber was ist dieser gerade Weg? Wo finden wir ihn? Was ist diese Rechtleitung? Die Antwort finden wir sofort in der nächsten Sura, wo Allah sagt, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Dieses Buch ist ohne jeden Zweifel eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das ist die Rechtleitung, um die wir bitten, der Koran. Wir lesen ihn täglich, aber wie verwende ich dieses Buch im Alltag? Was bedeutet es für mich praktisch? Wie kann ich aus diesem Buch Lehren ziehen? Darum geht es in der Serie Lehren aus dem Koran. Darüber hinaus starten wir eine neue Serie, Lehren aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sein Leben ist tatsächlich der stärkste Beweis für sein Prophetentum. Niemand beschäftigt sich damit und hat ernsthaft Zweifel daran, dass er ein wahrhaftiger Prophet war. Es gibt keinen Menschen, dessen Leben so detailliert dokumentiert wurde, wie das des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ali sagte einmal, zu seiner Zeit haben die Leute sich mit seinem Leben so beschäftigt, wie sie sich mit dem Koran beschäftigt haben. Und es passt nicht zu einem Muslim, dass er nicht weiß, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Wie oft fragen wir uns im Alltag, wie hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dieser Stelle gehandelt? Dieser Frage gehen wir in der Serie Lehren aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach. Wir setzen unsere Serie Die 99 Namen Allahs fort. Unser Leben besteht aus Herausforderungen. Aber egal, in welcher Herausforderung man sich gegenüber sieht, man findet einen der 99 Namen Allahs, der genau dazu passt. Mit diesen Namen lernen wir ihn kennen. Und wer ihn kennenlernt, der lernt ihn lieben. Und wer Allah liebt, dem fällt der Gehorsam ihm gegenüber leicht. Ist das nicht der Grund für unsere Existenz? Das, worum sich alles dreht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat 99 Namen. Wer sie verinnerlicht, der geht ins Paradies. Und genau darum geht es in der Serie Die 99 Namen Allahs. Der Koran ist nicht das Wort eines Menschen. Als Muslime wissen wir das. Aber woran erkennt man das? Was macht den Koran besonders? Was macht ihn einzigartig? Dieser Frage gehen wir nach in einem Kursus, was macht den Koran unnachahmlich? Freitag ist der wöchentliche Festtag der Muslime und wir begehen ihn mit dem Freitagsgebet. Und ein wesentlicher Teil des Freitagsgebetes ist die Predigt. Ermahnende Worte mit einem Bezug zu aktuellen Geschehnissen, die alle Muslime betreffen. In Hannover halte ich diese Predigt im Wechsel mit anderen. Und einen Auszug von diesen Predigten findest du hier bei der Dean Academy. Wem dieser Content etwas wert ist, der kann uns unterstützen und ermöglicht uns damit, weiteren Content zu produzieren. Inshallah geht es bald an dieser Stelle weiter mit der Dean Academy. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen.